Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und ich gebe ihnen das ewige Leben. So hören wir im Wochenspruch aus dem Evangelium zum Sonntag Misericordias Domini nach Johannes im 10. Kapitel. Die Güte des Herrn, die in Jesus Christus, dem guten Hirten, offenbart ist, gibt dem Hirtensonntag ihren Namen und beschreibt gleichzeitig das Wesen der Kirche. Denn es weiß Gottlob ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. So erklärt Dr. Martin Luther in den Schmalkaldischen Artikeln. Wir freuen uns, dass Gott in Christus das Verirrte sucht und der Herde wieder zuführt. Mögen wir auch in diesem Gottesdienst erkennen, dass er stets uns zur frischen Quelle führt, dass wir keine Not leiden müssen. Und so segne Gott, der Herr, diesen Gottesdienst an uns allen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott, unser himmlischer Vater, hat uns in der heiligen Taufe um Christi willen zu seinen Kindern angenommen, uns zu Schafen seiner Herde gemacht und uns durch seinen Geist neues Leben geschenkt. Wir aber haben oftmals gesündigt, seinen Geist betrübt und das neue Leben verleugnet. Darum bekennen wir uns schuldig und bitten: Gott, sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst feiern und dich preisen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Die Güte des Herrn erfüllt die Erde, Halleluja! Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, Halleluja! Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er quicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer, immer da. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christe eleison, Christe, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, dich über uns.
Das Evangelium zum Sonntag Misericordias Domini steht geschrieben bei dem Evangelisten Johannes im 10. Kapitel. Ehre sei dir, Herr! Jesus sprach: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Der Mietling flieht, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt. Und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, o Christe! Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gottes Wort zur Predigt steht geschrieben im 1. Petrusbrief im 2. Kapitel. Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht weder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe,
aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Lasst uns beten. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, du hast deinen lieben Sohn Jesus Christus, den guten Hirten, in diese Welt gesandt, dass er sein Leben lässt für seine Schafe. Öffne unsere Ohren und Herzen, wenn er jetzt zu uns spricht, durch dein lebendiges Wort, dass wir seine Stimme hören und ihm willig nachfolgen. Lass uns seine Liebe zu uns erkennen und fest werden in dem Vertrauen, dass er uns stets zum frischen Wasser und auf grüne Auen führt. Das bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren guten Hirten und Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, die Erfahrung, was es heißt, einmal im Leben so richtig verloren gegangen zu sein, ich denke, die hat jeder schon einmal gemacht, und zwar in seiner Kindheit. Karlchen war 5 Jahre alt, als er in seinem Leben das erste Mal genau diese bittere Erfahrung lernen musste. Die Erfahrung, was es heißt, verloren zu gehen. Mit seiner Mama war er in einem beschäftigten Einkaufszentrum unterwegs. Dort hat es ihm der Spielzeugladen ganz klar besonders angetan und er hat sich ablenken lassen und ganz unbemerkt von der Mama getrennt. Als ihm klar wurde, dass seine Mama gar nicht mehr zu sehen war, war er auch nicht mehr zu trösten. Und er schrie aus seinem Halse heraus seine ganze Verzweiflung. Das ganze Einkaufszentrum hat es mitbekommen. Und je mehr nette Leute kamen und ihn trösten wollten oder vielleicht Süßigkeiten angeboten haben, umso lauter fing Klein Karlchen an zu schreien. Und in diesem Moment brauchte er wirklich nichts anderes als nur die Nähe seiner geliebten Mama. Sogar ein nagelneues Spielzeugauto, was ihm der Besitzer des Spielzeugladens geschenkt hatte, konnte ihn nicht vertrösten. Eine Ansage vom Informationszentrum dieses Einkaufszentrums, das hat schließlich die Not des kleinen Karlchens schnell gelöst. Die bekannten Schritte der Mama ließen ihn aufhorchen. Und dann kündigte die unzweideutige Stimme seiner Mama endlich auch ihr Erscheinen in ganzer Person vor seinen Augen an. Wie Klein Karlchen sich im Einkaufszentrum verloren hat und welche Freude er dann erlebt hat, das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man es selber mal erlebt hat. Wir spüren es in unserem schwachen Leben, wir sehen es in unserer von Gewalt geplagten Welt und wir sehen es auch in den Geschichten der vielen Menschen, die ohne Aussicht auf ein Ziel in ihrem Leben oft ins Leere laufen. Sehnsüchtig halten wir Ausschau. Wir wollen nur ein Zeichen oder einen Hinweis, damit wir wissen, wie es weitergeht. Wie Klein Karlchen die Stimme seiner Mama hörte und diese Stimme für ihn Heimat und Geborgenheit bedeutet, so schauen wir aus, ob es da irgendein Zeichen gibt, das uns auch Zukunft und Geborgenheit geben wird. Dabei können die meisten Menschen nicht den guten Hirten Jesus kennen. Selbstsicher gehen sie ihre verschiedenen Wege, ahnungslos hoffen sie dort, wo es nichts zu hoffen gibt. Ja, sie jagen oft Zielen nach, die sich als Fata Morgana in der Wüste erweisen. Sie sind wie die irrenden Schafe, wie verlorene Schafe, die umherirren, so hat Jesus gesagt. Und man kann auch als ganz frommer und rechtschaffener Mensch im tiefsten Sinne verloren sein. Das Beste, was der Mensch aus seinem Inneren hervorbringen kann, ist Moral oder das, was der Mensch tut. So sind die meisten Religionen der Welt konstruiert. Sie wollen uns sagen, was wir tun sollen.
dass Christen eben auch nur solche sind, die Gutes tun, das kommt leider oft genug auch vor. Und solche Gutmenschen wie jene, die kleinen Karlchen mit Süßigkeiten vertrösten wollen, auch wenn die lecker sind, die Süßigkeiten, braucht klein Karlchen das nicht. Er braucht seine Mama. Und wir Christen, wir brauchen eigentlich nichts anderes als nur Jesus Christus. Es gibt ja genug Angebote, die uns Menschen zu besseren Menschen machen wollen. Denn es ist man aber nicht bei Jesus und deshalb auch noch lange kein Christ. Also wenn man irgendwelchen Angeboten folgt. Der Name Christ sagt nichts aus, was der Mensch tut, sondern er sagt vielmehr aus, wem er gehört, wem wir gehören. Christ sagt aus, dass wir zu Jesus Christus gehören. Die vielen Menschen, die uns mit Moral oder sonst was vertrösten wollen, gleichen Blinden, die Blinde führen wollen. Oder Kinder, die im dunklen Wald sich verirrt haben und sich gegenseitig zurufen, um sich zu vergewissern oder damit wenigstens zu trösten, dass noch andere in der gleichen verlorenen Situation sind. Wir wollen doch mehr als das. Wir wollen nicht die Stimmen der anderen verlorenen Schafe hören, sondern wir wollen die Stimme des guten Hirten hören. Und so halten wir sehnsüchtig Ausschau nach dem Einzigen, der uns helfen kann, nämlich Jesus. Wie ein Verirrter in der Wüste nach Spuren sucht, so strengen wir unsere Augen an, die Sandalenspuren unseres Herrn Jesus Christus im Sand zu sehen. Wenn er fehlt, dann halten wir Ausschau nicht auf irgendwas, sondern auf etwas, was seine Nähe uns ankündigt. Wir wollen doch nur in seiner Nähe sein, in der Nähe unseres Herrn und nichts anderes. Und weil wir Christen sind, wollen wir das. Und da können wir schon bei den ersten Aposteln anfangen. Sie haben Jesu Spuren ebenso im Sand erkennen können. Und mehr als das, sie haben ja seine Worte gehört. Und sie haben erkannt, dass sie zu Jesus gehören wollen. Und auf seinen Ruf hin, folge mir nach, sind sie ihm gefolgt. Sie wollen nichts lieber als nur bei Jesus sein. Was hat die ersten Jünger dazu bewegt, Jesus so nachzufolgen? Jesus würde nicht ein berühmter Filmstar werden. Und er würde auch nicht selbst oder sie mit ihm, wenn sie ihm nachfolgen, schnell reich werden. Ein Leben ohne Sorgen, das hat Jesus seinen Jüngern auch nicht versprochen. Im Gegenteil. Sein Leben führt direkt zu einem elendigen und grausamen Tod am Kreuz. Und doch sind die Jünger ausgerechnet ihm hinterhergelaufen. Den Grund kennen wir aus den Worten des Propheten Jesaja. Hier im ersten Petrusbrief von dem Apostel Petrus zitiert. Er hat unsere Sünde am Kreuz weggetragen. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was Jesus hier auf Erden will, das ist genau das, was Jesaja schon vorausgesagt hat. Er will uns von unserem größten Problem heilen. Er will uns aus unserer Gefangenschaft vom Satan und unseren Sünden befreien. Und gerade deshalb spricht die Bibel immer wieder von Jesus als dem guten Hirten. Die Menschen, für die der erste Petrusbrief geschrieben war, die wussten nur zu gut, was es bedeutete, gefangen zu sein. Zu einem großen Teil waren sie nämlich Sklaven. Sie wussten, was das heißt, wenn man sein Leben lang einem Herrn gehören würde, der über einen bestimmt. Von Geburt an sind wir Menschen wie diese Sklaven an Sünde gebunden und können nicht davon frei werden. Von der Sünde gefangen zu sein, ist schlimmer als Krankheit, Armut oder sogar Tod.
Jesus macht uns nicht nur frei von unseren irdischen Sorgen und Nöten, er kauft uns frei von Sünde, Satan und Tod. Deshalb sind die Jünger von den ersten Tagen an bis heute ihm nachgefolgt. Und deshalb schreien sie genauso elendig wie Klein Karlchen in die Menge hinein, wenn die Sünde und der Satan uns von Jesus wegreißen wollen. Wir sind da genau wie Klein Karlchen, der nach seiner Mama im Einkaufszentrum rief. Unser Predigtwort des heutigen Tages sagt uns zu, wir folgen dem Vorbild Jesu nach. Nun, was mit diesem Vorbild gemeint ist, das bedeutet im heutigen Wortgebrauch anders, als man es damals gebraucht hat. Also wir können es mit unserem modernen Wortgebrauch gar nicht recht vergleichen oder verstehen. Vorbild bedeutet im Petrusbrief eher so etwas wie aus ihm heraus zu leben. Es bedeutet, dass Jesus durch die Taufe in uns wohnt. Durch den Heiligen Geist wissen wir uns ihm zugehörig. Wir gehören zu seiner Familie. Jesus ist uns sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir als seine Familienangehörigen immer bei ihm sein wollen. Der Weg, den wir in Jesu Fußstapfen folgen, das ist nicht mehr unser Weg. Es ist der Weg Jesu selbst. Er ist der gute Hirte, wir sind die Schafe. Und so manch einer fühlt sich beleidigt, dass wir Christen mit solchen Schafen verglichen werden, ja? Vielleicht, weil Schafe so dumm aussehen. Ganz so dumm können die Schafe allerdings doch nicht sein, denn sie haben so manch anderes Tier über die Jahrtausende hinweg überlebt. Tatsächlich, Schafe, die sind ziemlich hilflos. Sie haben keine scharfe Zähne, sich zu verteidigen. Noch können sie vielleicht schnell weglaufen oder sich verstecken. Und einen Panzer wie manch andere Tiere haben sie auch nicht. Und dennoch haben sie bis heute überlebt. Wahrscheinlich, weil sie so klug waren, Schutz beim Hirten zu suchen. Wenn Christen Schutz brauchen, dann finden sie den bei ihrem Hirten. Ja, wir Christen, wir sind wirklich so hilflos wie Schafe. Wenn jemand uns Böses antut, segnen wir, und denen, die uns hassen, tun wir Gutes. So gebietet es uns jedenfalls Jesus Christus selbst. Man würde denken, das kann keine Gemeinschaft unter solchen Bedingungen lange durchhalten oder gar überleben. Und tatsächlich sind Christen über 2000 Jahre lang verspottet, betrogen, verfolgt, gefangen gesetzt, gefoltert und getötet worden. Und dennoch gibt es diese Christen immer noch. Warum? Weil sie wie Schafe sind. Sie wissen, wo der gute Hirte ist, der sie beschützen kann. Darum hören wir auf seine Stimme. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns mit und füreinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass dein Sohn Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um uns zu retten und ins Leben zu führen. So wie ein guter Hirte sich für seine Schafe einsetzt, hab Dank dafür,
dass du für uns sorgst. Du uns gibst, was wir zum Leben brauchen. Sei gepriesen dafür, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt und wir an dich glauben. Weil du uns liebevoll zugewandt bist, befehlen wir dir all das an, was uns auf dem Herzen liegt. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für deine Kirche auf der ganzen Welt. Trage du selbst deine frohe Botschaft durch deine Boten in alle Welt. Lass nicht zu, dass Menschen durch dein Wort Angst gemacht wird. Aber bewahre uns auch davor, dass wir uns in Beliebigkeit verlieren. Führe die zurück, die auf Distanz zur Kirche und zum Glauben gegangen sind. Bewege du auch uns selbst zur Umkehr, wo es nötig ist. Sende den Heiligen Geist, dass er uns Wege weist, wie wir mit den Herausforderungen unserer Tage umgehen können. Lass uns alle zunehmen an Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die andere zu leiten haben. Hilf, dass sie sich nicht verrennen und andere nicht in die Irre führen. Gib ihnen Weisheit und Kraft für ihre Leitungsaufgaben. Lass jeden von uns erkennen, wo er selbst Verantwortung trägt, und gib, dass wir uns bei allem, was wir tun, an deinem Willen orientieren. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für diejenigen, die sich verloren und zurückgelassen fühlen. Lass in ihnen die gewisse Hoffnung aufkeimen, dass du niemanden verloren gibst. Stärke den Glauben derer, die Jesus Christus nicht öffentlich als ihren Herrn bekennen dürfen. Sei denen nahe, denen es schwerfällt zu glauben. Mache die Herzen und Gedanken derer hell, die in Seniorenheimen, Krankenhäusern, Gefängnissen und zu Hause mit ihrem Leben hadern. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir danken dir für das Geschenk unseres Lebens und die Gesundheit. Wir bitten dich für alle Kranken, besonders auch für die, die an dem Coronavirus erkrankt sind. Verhilf ihnen zur Gesundheit und lass sie schnell genesen. Sei den Sterbenden nahe mit deiner Gegenwart. Lass ihnen dein Licht leuchten und schenke ihnen deine Geborgenheit. Die in Jesus Christus Entschlafenen wissen wir in deiner Hand. Lass sie schauen, was sie geglaubt haben. Gib denen, denen das Nötigste im Leben fehlt, ihr Auskommen. Mache auch uns bereit zu helfen, wo wir helfen können. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Das alles bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, unseren guten Hirten, der dem Verlorenen nachgeht und es nach Hause trägt, so dass bei allen Engeln im Himmel Freude ist. Mit ihnen loben und preisen wir dich, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, jetzt und alle Zeit, bis in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn, Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich,
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.